Hallo Freunde und herzlich willkommen hier wieder zurück zu XCOM Enemy Within mit der Mod Long War. Und ich muss euch sagen, ich habe einen Soldaten übernannt, den Sergeant Mike Stone. Willkommen im Team. Ich hoffe, du wirst sehr gut auf dein Team aufpassen, das dir zugeteilt wird. Als ranghöchster Offizier, den ich so ziemlich habe. Und da wir jetzt so ziemlich wenig Kohle haben, würde ich mal pauschal behaupten, wir machen das, was wir jeden Tag machen. Wir scannen einfach mal drauf los. Wir haben hier eine sichere Übertragung vom Rat, Commander. Nachrichten vom Rat sind nichts Gutes, wenn es sich nicht um einen Monatsabschluss handelt. Da wir jetzt den 16. Mai haben, werden die uns wohl wieder eine unmögliche Mission aufdrängen, ne? Unsere Quellen melden einen Zwischenfall in Neufundland an der Küste, oberhalb von St. Jones. Ein Fischerdorf gibt keinerlei Lebenszeichen mehr von sich. Geheimdienstinformationen deuten darauf hin, dass Außerirdische die Hand im Spiel hatten. Wir sollten ein Team hinschicken und nachsehen, was da los ist. Belohnung, Panik verringert. Die Belohnung brauchen wir eigentlich, aber auf die Mission habe ich ehrlich gesagt keine so große Lust. Wir gehen davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Selbstverständlich, selbstverständlich, keine Sorge. Das erste, was wir machen, da ich die Mission ja von der Vanilla kenne, ist, wir ersetzen jede Menge von der Ausrüstung, also zum Beispiel die Blendgranaten hier, durch leicht explosives Zeugs. Ja. Ich glaube, das wird wohl das Vernünftigste sein. Naja, dein Scanner, wirst du den brauchen? Ja. Du brauchst deinen Laserpointer. Ich komme gleich auf Scanner. Dann wechseln wir noch die ganzen Waffen aus. Du bekommst definitiv ein Lasersturmgewehr. Deine Nadelgranate kannst du ruhig behalten. Du hast eine sehr niedrige Trefferwahrscheinlichkeit. Also Trefferquote. Ihr wisst schon, was ich meine, Treffsicherheit. Deswegen bekommst du halt den Karabiner. Dafür kann man den Laserpointer durch etwas Explosives ersetzen. Du bekommst natürlich auch ein Sturmgewehr der Marke Laser. Du brauchst eigentlich dein Lasersight, ne? Du triffst ja kein Scheunentor mit deinen Prozentzahlen da. Ja, ob ich mir da mal nicht so sicher sein sollte. Vielleicht nimmst du doch lieber noch eine extra Schredderrakete mit. Noch eine zusätzliche Rakete. Und eine zusätzliche Rakete. Wenn ich mich richtig entsinne, machen die ja deutlich mehr Schaden als die Schredderrakete. Nur treffen sollte man noch können. Oh Mann. Diese Mission ist ja in Vanilla nicht mal ganz so einfach. Aber mal schauen, was dabei herauskommt. Ich hoffe, wir werden nicht sofort das gesamte Team verlieren. Das Einsatzgebiet dieser Operation liegt in Kanada. Danke für die Information, mein Freund. Danke. Und dann sehen wir uns gleich mal ein wenig um. Commander? Wir sollen verdächtige Aktivitäten in der Nähe eines Fischerdorfes auf Neufundland untersuchen. Ein von der dortigen Regierung entsandtes Rettungsteam ging gerade einem Notruf nach, als der Kontakt abbrach. Zum Schiff, zum Dorf und zum Rettungsteam selbst. Strike One muss dorthin und das Gebiet sichern. Mal sehen, was dort los ist. Wir haben ein neues Ziel. Ich glaube, du übernimmst dir die Rolle des Scouts, oder? Rückkehr aus. Lass mir mal hier hin. Ich jetzt da ein Ziel verbessern soll oder so, das entscheide ich dann später. Den Sniper noch ein wenig besser postieren. Verstanden, Commander. Du gehst bitte hier hin. Ach, dich kann ich ja eh nicht in Feldposten oder Zielsicherheit verbessern, also werde ich dich zwangsläufig noch ein bisschen bewegen müssen. Verstanden.
Verstanden, Commander. Ist hier hin? Ich schätze, wir werden keinen weiteren Gegner mehr aufdecken. Auf dem Weg. Entsprechend bewegst du dich nochmal eine Runde. Okay. Und jeder, der jetzt keine Zielverbesserung machen kann, geht einfach mal spontan in den Feldposten. Denn wir warten jetzt einfach mal ab, ob sich die Gegner trauen oder ob wir weiter vorrücken müssen. Auf jeden Fall bin ich wirklich dafür, dass wir das Team beieinander lassen. Denn es zu splitten könnte sich sehr als böse herausstellen. Ich glaube, wir brauchen hier die gesamte Feuerkraft des gesamten Teams. Okay, gibt es bald Aktivität oder? Anscheinend nicht. Geh doch mal bitte gucken. Schwierig, schwierig. Position bestätigt. Den Sniper lasse ich dann weiter hinten stehen. Drücke aus. Bin unterwegs. Kannst du mal deine Zielsicherheit verbessern? Ich glaube, hier wirst du nicht viel Deckung brauchen, oder? Du gehst bitte in den Feldposten. Meist haben ja ihre Zielsicherheit bereits verbessert. Ich weiß nicht, ob sich der Effekt stacken lassen kann. Aus diesem Grund machen wir jetzt mal eine kurze Feldpostenrunde und da sehen wir, dass sich da hinten was bewegt. Oh. Was? Die Viecher haben blitzschnelle Reflexe? Die Dinger sind eine noch größere Gefahr für die Zivilbevölkerung als jede andere Alienspezies. Wenn sie sich in diesem Gebiet breit machen, sollten wir besser schnell herausfinden, wo sie herkommen. Ziele wurden aktualisiert. Und da jetzt noch mehr angerannt, oder was? Oder hat sich nur die Kamera verschoben? Sollen wir da unsere gesamten... Sagt man da so schön, unsere gesamten Granaten runterwerfen? Ja, damit müssen wir doch einiges an Schaden machen. Granate raus. Sind da zwei verreckt oder bilde ich es mir nur ein? Prozent, wenn du nicht triffst, mein Freund. Ach stimmt, ja, du hast ja nur die Billigknarre, oder? Bin dran. Geh mal bitte gucken. Wow. Wirf mal bitte noch deine Nadelgranate runter. Weil so viele Ziele triffst du nicht auf einmal. Okay, da waren es nur noch zwei. Jetzt treffen wir entweder zweimal. Denn die Dinger haben ja blitzschnelle Reflexe. Du kannst nur den einen treffen. Ich glaube, wir gehen auf Nummer sicher und verschwenden noch eine Nadelgranate. Das ist zwar höchstwahrscheinlich Verschwendung, aber... bin mir da nicht so sicher. Okay, die erste Bedrohung wäre neutralisiert.
Dann kann sich der Sniper auch mal in eine bessere Position manövrieren. Hab's gehört. Und du machst dir bitte den Feldposten zur Absicherung. Oh, noch hier fünf sicher. Haben alle von denen blitzschnelle Reflexe oder nur diese Anführertypen? Das würde mich jetzt wirklich brennend interessieren. Sind da jetzt noch mehr angerannt oder? Ach, die Frage hatten wir ja schon. Auch ein wenig mit der Munition schlechter aus. 53% ist ja nicht so viel. Komm, mit 60%. Täusch mich nicht. Sehr gut. Vielleicht sollte ich über einen Rückzug nachdenken oder so in der Art. Du kannst 4 Schaden machen. 0 Crit. Oh. Oh. Keine Patronen mehr. Ist keine Bedrohung mehr. Ach, du darfst ja nochmal, sehr gut. Dann hätte ich mich echt zurückziehen sollen. Puh. Ich hoffe mal, dass du da was im Feldposten taugst, weil sonst könnten wir ein Problem bekommen. 7 Schaden. Ich hoffe, ich treffe nicht meine eigenen Leute. Ich krieg da so panische Angst dabei. Ja, du triffst zum Schluss dich selbst. Weil das würde 7 Schaden machen. Was ja nicht gerade wenig ist. Naja, no risk, no fun. Mit Vergnügen. Egal. Geil, geil. Puh. Ich glaube, wir machen jetzt mal eine kurze Nachladerunde. Während Greta hier Deckung gibt. Ich frage mich, ob die sich jetzt schon sporadisch mehr vermehren oder. Okay, du lädst mir mal bitte nach. Du lädst nach. Du lädst auch nach. Du machst nun mal einen Feldposten für alle Fälle. Und du ebenfalls. Dass die Viecher blitzschnelle Reflexe haben müssen, das ist sowas von unnötig. Feinde gesichtet. Triffst du? Oh ja, wunderbar. Und das auch ohne Opportunist. Könntest dich zum Sniper Nummer 1 hocharbeiten. Und du? Jawohl. Aber schieß deinen Leuten doch bitte nicht die Deckung weg. Hm. Naja, 62% ist halt nicht so viel. Versuch den Anführer zu treffen. Sehr schön. Du könntest den Anführer rein theoretisch beseitigen. Und das machst du auch. Aber irgendwie habe ich das ungute Gefühl, dass wir auf lange Sicht zu große Probleme bekommen, wenn wir uns hier wirklich sehr lange aufhalten werden. Auf 86% bist du doof. Fluch, Ziel verfehlt. Du hättest nicht noch eine Rakete verschwenden müssen.
Weil die heben wir uns dann als Joker auf. 91% kommt. Au, 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 au. Justiere Visier. Den hättest du so leicht fertig machen können. Ich glaube, da bleibt uns nichts anderes übrig, als noch eine Rakete zu verballern. Ich hoffe, die trifft auch gut. Okay. Ich frage mich, wie viele da noch kommen. Naja, rein theoretisch unendlich. Jetzt wieder eine Nachladerunde machen. Naja, es geht ja fix. Ich möchte nicht mit heruntergelassener Hose vom nächstbesten Gegner stehen. Das wäre nicht so toll. Du kannst gleich mal einen Feldposten machen. Du darfst durchladen. Okay, jetzt sind die hinter uns. Ist das ein Zombie oder... ein größer Lied. Auf jeden Fall ist die Devise zusammenbleiben, Leute. Nur im Team seid ihr stark. Rückkehr aus. Du bleibst im Idealfall weiter hinten. Kannst du deine Treffsicherheit eh nicht verbessern. Schicke ich da jetzt mal auf den Container vor. Im Laufschritt. Und du? Das wäre mir persönlich gesagt schon zu weit. Will euch ja nochmal Treffsicherheit verbessern lassen. Hat, weil es jetzt ein Ticken zu früh. In Bewegung. Ich spiele jetzt nicht zu defensiv. Aber irgendwie machen mir die Chrysaliden Angst, wenn die an dem Feldposten ausweichen können. Rücke aus. Okay, wir haben nichts aufgedeckt, also alle mal bitte auf Zielsicherheit gehen. Okay. Scheint sauber zu sein. Den Sniper möchte ich ungern hier alleine stehen lassen. Oh, da müsstest du sprinten. Rücke aus. Verdammt, was ist das für ein Ding? Schalten Sie es aus, Strike One. Ja. Wir müssen herausfinden, wo die Dinger herkommen, bevor die Lage noch schlimmer wird. Ich bin zwar kein Fischer, aber mit diesem Hai stimmt etwas nicht. Mhm. Oh, du kommst ja auch nicht so weit. Schauen wir mal, ob die gewöhnlichen Viecher auch, wie sagt man so schön, einem Feldposten ausweichen können. Aber das verschwenden jetzt nicht gleich alle wieder Munition oder so. Deckung ist ja bei Chrysaliden mehr oder weniger irrelevant. Und da ist ein Zombie. Oh. Und wir machen ihm noch die Tür auf. Wunderbar. Mach den bitte platt. Zwei Trefferpunkte hat er noch. Rücke vor. Sollten wir hinbekommen. Sehr gut. Das ist mal was Neues. Wir sollten Dr. Wahlen Bescheid geben. Aber ein einziger Chrysalid in einem Hai wird kaum gereicht haben, um diese Stadt zu überrennen. Halten Sie Ausschau nach allem, worin sich die Chrysaliden eingenistet haben könnten. Okay. Rücke aus, Feind in Sicht.
einem sollten wir fertig werden, wenn der Zombie nicht noch da wäre. Siehst du den Kristallin da hinten? Ziel bitte auf den Zombie. Sehr schön, 4 Schaden sind immerhin 4 Schaden. Begebe mich auf Position. Was ist da das größere Risiko? Ich glaube, der Chrysalid. Gut. Gut gemacht. Den müssten wir jetzt eigentlich auch platt bekommen, genau. Sehr schön. Meine Knarre ist alle, bin weggefegt. Oh, das ist keine Munition mehr. Oh, das ist nochmal ballern, okay. Sehr gut. Noch läuft die Mission, ich würde mal sagen, überdurchschnittlich gut für meine Verhältnisse. Du hast doch Truppsicht. Du kannst nicht ballern. Mach mal bitte den Feldposten hier hinten. Für den Fall, dass der Kollege hier nicht trifft. Ich gebe mich auf Position. Das dachte ich mir irgendwie. Oh, noch mehr von den Viechern. Naja, wozu brauchen die schnelle Reflexe, wenn die auch so nicht treffen? Verdammt, Feind lebt noch. 3 Chrysaliden in Kombination mit einem Zombie. Du kannst ja auch gerne andere Ziele aussuchen. Es müssen nicht immer die mit den schnellen Reflexen sein. Okay, der Zombie ist weit genug weg, denke ich mal. Und der hier soll das kleinste Problem sein, wenn er sich nicht gerade in einen Chrysaliden verwandelt. Und du hast wirklich keine Munition mehr. Ach, du Heilige. Bringt es da was mit Deckungsfeuer zu arbeiten? Ich glaube ja weniger. Du fährst ein wenig Crit mit rein. Nicht ganz. Eigentlich müssten wir die alle so weit anhitten. Ach, der hat ja keine Granaten mehr. Sehr schön. Wow, der ist ja verdammt dicht dran. Du wartest noch eine Runde. Okay, bist jetzt auch leer geschossen? Du bist eigentlich der Sinnloseste, der Nutzloseste von allen hier. Ich hätte hier extra Munition einpacken sollen, ne? Wenn sich jetzt jemand fragt, was ich da mache, ich wäge meine Optionen ab. Gehst mir erstmal vom Zombie hier weg. Wirfst eine Granate runter, damit schaltest du schon mal 2 von den Viechern aus. Halt. Oh, so knapp daneben. Schuss hat nicht gesessen. Ja, das sehe ich auch. Muss man echt abwägen, wer hier der gefährlichere Gegner ist und welchen wir hier platt machen können. 5 Schaden, 60 kritisch. Mal bitte hier aufs Dach. Rücke vor.
Ich hoffe, das reicht. Nein! Brauche Nachschub. Hab ich dich jetzt geopfert oder so? Ich glaube, wir haben jetzt ein oder zwei Tote. Bin bereit. Verdammt! Instant Tod, jawohl. Einer ist gefallen. So, jetzt bin ich dafür, die Mission fast schon abzubrechen. Das macht eigentlich keinen Sinn, hier weiterzumachen mit einem Toten. Jetzt riskieren wir nur noch, das gesamte Team zu verlieren. Warum hat der Nahkampfspezialist? Okay, der war zu weit weg. Gut, dann hätte er aber den Zombie nicht erwischt. Leute, Rückzug, weil da ist, ganz ehrlich, Leute, ich sehe das gar nicht ein, dass wir hier noch unsere Leute verlieren. Sniper gibt Deckung, wunderbar. Oder meint ihr, wir können es noch schaffen? Ich weiß ganz genau, wir müssen das Schiff da stürmen und dann haben wir ein richtig großes Problem. Wir formieren uns erstmal neu. Fertig und bereit. Leute neu formieren. Bin schon da. Du sicherst deine Leute nach hinten ab. Drücke vor. Und du machst das Gleiche. Es tut mir leid, aber da bleibt uns nichts anderes übrig. Schuss hat nicht gesessen. Schade, dass man den Zombie nicht irgendwie einfangen kann und heilen kann. Nein! Du nennst dich Nahkampfspezialist? Ernsthaft? Daneben. Boah. Die Mission hat gut begonnen, aber... Ich weiß nicht. Unseren Sniper noch ein wenig skillen. Schieß mal auf den da hinten. Das war's, Rückendeckung. Medien mal bitte weg. Also. Auf jeden Fall müssen wir den Zombie da auf jeden Fall noch erledigen, bevor da ein weiterer Krystallit anrückt. Wir gehen hier weiter im Rückwärtsmarsch. Nutzt jetzt mal die Gelegenheit zum Nachladen. Bin wieder da. Was ist da hinten? Krystalliden, Zombies. Oh, der verwandelt sich jetzt. Nein. Wow. Den bitte nochmal anhitten. Und den Rest besorgt dann der Sniper. Sammeln wir halt noch ein paar Kills, bevor wir uns hier zurückziehen. Damit wir den Verlust irgendwie ausgleichen können. Aber ich würde mal sagen,
den restlichen Rückzug sehen wir in der nächsten Folge. Oder? Nee, komm, wir ziehen uns jetzt noch zurück. Sorry Leute, aber das sehe ich nicht ein, dass ich hier mein Team opfere. Ach, du kommst gar nicht so weit, okay? Nee. Ziel bestätigt. Es sind nur 4 Soldaten außerhalb der Abholzone. Bei einem Abbruch würden sie im Stich gelassen. Dann warten wir noch auf unseren Sniper. Bewegung, Bewegung, Bewegung! Weil ich glaube, vom Skill-Level her ist mein Team nicht bereit für diese Mission. Denn ein zusätzliches Dreier- oder Vierer-Gespann an Chrysaliden packen wir höchstwahrscheinlich nicht mehr. Verstanden, Commander. Und wenn das dann wirklich der Faktor ist. Alles wieder im grünen Bereich. Weil hier spawnen ja endlos viele. Das ist ja gerade das Schlimme. Verstanden, los geht's. Und ganz ehrlich, der Rat hat sich noch nie beschwert, dass wir eine Mission von ihm nicht abgeschlossen haben. Warum sollten wir jetzt damit anfangen, die Mission vom Rat erfolgreich abzuschließen? Das wäre doch auch hirnrissig, oder? Alles wieder im grünen Bereich. Kannst du mal deine Zielsicherheit verbessern? Drücke vor. Bisschen in die Abholzone. Und du ziehst dich bitte auch zurück. Ja, Einsatz abbrechen. Central, Big Sky kehrt zurück. Mission abgebrochen. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht wirklich zu sauer. Aber wie schon 2-3 Mal erwähnt, ich sehe es nicht ein, dass ich da noch mehr Teammitglieder an Chrysaliden verliere. Während der Gegner der hat wirklich übermäßig viele Leute. Und ich habe hier einfach nur mein Team. Ja, das ist mir klar, dass es hier jetzt keine Beförderungen gibt. Weil die bekommen halt nur die Erfahrung für ihre Abschüsse. Der Rat ist über diesen Rückschlag sehr besorgt, aber wir sind zuversichtlich, dass sie ihre Taktik entsprechend anpassen werden. Ja. Wir bleiben in Kontakt, Commander. Puh. Ich bedanke mich mal fürs Zugucken und sage dann mal Tschüss.